Ja, wir haben jetzt schon einiges über IP-Adressen gelernt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen eigentlich unsere Geräte, unsere Rechner, unsere Router zu ihren IP-Adressen? Also wie werden IP-Adressen in unseren Netzwerken vergeben? Und dabei werden grundsätzlich erstmal zwei Arten unterschieden, nämlich dynamisch und auf der anderen Seite eben statisch oder manuell. Wenn wir uns das beide mal angucken, die Unterschiede zwischen statisch und dynamisch liegen letzten Endes darin, dass wir bei der automatischen Adressvergabe ein Protokoll fahren, wie wir das so häufig tun in Netzwerken, nämlich das DHCP-Protokoll oder das Dynamic Host Configuration Protokoll. Das heißt, ich brauche dafür einen Server im Netzwerk, der die Aufgabe übernimmt, diese DHCP-Adressvergabe zu steuern. Dabei habe ich einen festgelegten Raum von IP-Adressen, aus dem eben für jeden Rechner, der eine solche Adresse beziehen möchte, eine Adresse ausgewählt wird. Das geht entweder vollkommen willkürlich oder nach einer festgelegten Vorgabe auf Basis der MAC-Adresse. Und ich habe dadurch einen relativ geringen administrativen Aufwand, denn jeder Rechner, jedes Gerät, was neu in mein Netzwerk kommt, bekommt eben automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. Mache ich es auf der anderen Seite manuell oder statisch, dann erfolgt die Adressvergabe durch den Administrator. Soll heißen, ich muss als Administrator jedes Gerät einzeln mit einer IP-Adresse und allem, was noch so dazugehört, das sehen wir gleich noch, konfigurieren, was natürlich auch einen hohen administrativen Aufwand für den Administrator bedeutet. Schauen wir uns mal die DHCP-Adressvergabe ein bisschen im Detail an. Und zwar ist es dann halt so, dass wir, wie schon gesagt, IP-Adressen aus einem definierten Bereich beziehen. Dabei kann es eben sein, dass aus diesem definierten Bereich eben willkürlich für jedes Gerät eine Adresse vergeben wird. Was den Vorteil hat, dass diese Adressen eben nur einmalig vergeben werden. Darum kümmert sich eben mein DHCP-Server, darum kümmert sich das Protokoll, dass eben nur einmalig IP-Adressen vergeben werden und ich nicht durch manuelle Änderungen zufällig vielleicht doppelte IP-Adressen vergebe. Ich kann auf der anderen Seite aber auch auf Basis meiner MAC-Adresse bestimmte IP-Adressen für Rechner zuweisen. Das heißt, wenn ein Rechner eine bestimmte MAC-Adresse hat und bei einem DHCP-Server eine IP-Adresse anfragt, dann bekommt der eben die dort definierte, für diese MAC-Adresse definierte IP-Adresse zugewiesen. Diese IP-Adressen, die dynamisch zugewiesen werden, haben noch eine weitere Besonderheit, und zwar können die nach einer bestimmten Zeit verfallen. Das macht auch durchaus Sinn, denn wenn eine IP-Adresse eventuell nicht mehr benötigt wird, weil es den Rechner vielleicht gar nicht mehr gibt, sie aber trotzdem dauerhaft belegt bleibt, dann habe ich natürlich irgendwann keine IP-Adressen in meinem definierten Bereich, in meinem DHCP-Pool mehr zur Verfügung. Und deswegen gibt es die sogenannte Lease Time. Ist die abgelaufen, würde eben der DHCP-Server nachschauen, ist dieser Rechner überhaupt noch vorhanden, wird diese IP-Adresse noch benötigt, wenn ja, wird diese neu vergeben, die Lease Time beginnt von vorne, wenn nein, wird die Adresse eben entsprechend wieder freigegeben. Jetzt ist es natürlich so, überall dort, wo wir verschiedene Möglichkeiten haben, gibt es natürlich auch Vorteile und Nachteile. Bei den Vorteilen ist es so, dass ich, wie schon erwähnt, einen relativ geringen Administrationsaufwand habe durch die DHCP-Adressvergabe. Ich muss das nicht mehr für jeden einzelnen Rechner selber machen, sondern das wird einmal konfiguriert und anschließend funktioniert alles mehr oder weniger automatisch. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich dadurch auch eine relative oder eine rudimentäre Sicherheit gewährleisten kann, denn ich kann ja festlegen, dass bestimmte MAC-Adressen bestimmte IP-Adressen bekommen. Und das kann ich natürlich auch für alle meine Geräte machen. Soll heißen, ich hinterlege alle MAC-Adressen, dann steigt wieder der administrative Aufwand. Aber ich kann dadurch eben sicherstellen, dass nur die Rechner mit den MAC-Adressen, die ich hinterlege, auch tatsächlich IP-Adressen in meinem Netzwerk bekommen. Und auf der letzten Seite habe ich eben auch einen relativ geringen Nutzeraufwand. Soll heißen, ich komme mit meinem Gerät, bringe dieses Gerät in das Netzwerk und schon bekomme ich automatisch eine IP-Adresse. Überall da, wo Vorteile sind, sind natürlich auch so ein paar Nachteile. Und einer der Nachteile, die wir dort haben, ist, dass ich natürlich auch einen gewissen Wartungsaufwand habe. Ich habe einen Server, der gewartet werden muss. Ich habe dort eventuell Tabellen, die ich pflegen muss. Das ist allerdings deutlich weniger, als wenn ich jetzt wirklich in einem großen Netzwerk jedes Gerät einzeln manuell konfigurieren muss. Und wenn ich ein weiteres Protokoll in mein Netzwerk bringe, nämlich in diesem Fall DHCP, habe ich natürlich auch den Nachteil, dass ich einen weiteren Overhead in mein Netzwerk bringe, also den Kommunikationsaufwand, der durch dieses Protokoll entsteht. Wenn wir uns mal den klassischen DHCP-Ablauf anschauen wollen, also wie kriegt eigentlich ein Rechner, der mit DHCP eine IP-Adresse zugewiesen bekommen möchte, diese IP-Adresse dann auch letztlich zugewiesen, dann sehen wir schon in diesem kleinen Schaubild unten eine sehr vereinfachte Darstellung. Wir haben also einen Rechner und wir haben einen Server. Und der Rechner möchte jetzt von diesem Server, von diesem DHCP-Server eben eine IP-Adresse zugewiesen bekommen.
man sich die einzelnen Schritte nochmal genauer anschaut, dann ist es eben so, dass zunächst mal ein Rechner in ein Netzwerk kommt und dabei dann eine Suchanfrage per Broadcast in unser Netzwerk sendet, einen sogenannten DHCP-Discover. Soll heißen, ich suche mir erstmal einen DHCP-Server, gibt es einen DHCP-Server? Das geschieht eben mit Hilfe dieses Broadcasts. Im Idealfall habe ich dort einen DHCP-Server und dieser DHCP-Server oder auch mehrere, die antworten mir dann halt mit einem DHCP-Offer. Soll heißen, sie bieten quasi ihren Dienst für diesen Rechner an. Und wenn ich nun mehrere habe, dann sucht sich mein Rechner eben entsprechend den DHCP-Server aus, den er gerne haben möchte oder mit dem er gerne arbeiten möchte und stellt an diesen dann eben die Anfrage, eine DHCP-Adresse zu bekommen, also einen sogenannten DHCP-Request. Und der letzte Schritt in dieser Reihenfolge wäre dann natürlich, dass der Client, oder der vom Client ausgewählte Server, eben diese Anfrage bestätigt mit einem sogenannten Acknowledgement, mit einem DHCP-ACK, also Acknowledgement, und eben diese IP-Adresse und sämtliche weitere Informationen unserem Client zuweist. Sämtliche weitere Informationen, was verbirgt sich letzten Endes dahinter? Genau das sehen wir jetzt auch, wenn wir uns mal die manuelle Konfiguration anschauen. Hier mal ein beispielhafter Screenshot aus Windows, aus der Windows-IP-Konfiguration. Wir sehen dort schon zwei Elemente, die wir zumindest schon mal kennengelernt haben, nämlich die IP-Adresse als solches und auch die Subnetzmaske, über die wir ja schon gesprochen haben. Wir sehen dort aber auch noch weitere Einträge, nämlich zum einen das Standard-Gateway, also was ist eigentlich mein Weg nach außen. Wir haben ja auch schon über Network Address Translation gesprochen, das ist also mein Gateway als Übergang in ein anderes Netzwerk. Und wir sehen dort auch noch zwei DHCP-Server, zwei DNS-Server, die letzten Endes dafür verantwortlich sind, dass eben meine Anfragen in IP-Adressen wieder übersetzt werden. Und genau diese Informationen kann ich eben auch über DHCP automatisch verteilen. Mache ich es manuell, habe ich genau dieses Fenster, über das ich dann eben auf Basis oder an diesem Beispiel in einer Windows-Umgebung alles manuell eintragen und konfigurieren kann, konfigurieren muss, was eben entsprechend fehleranfällig auch sein könnte. Habe ich Zahlendreher drin, habe ich eventuell doppelte Adressen dort drin. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen vergleichen, dann haben wir es eben so, dass wir bei der manuellen oder statischen Vergabe natürlich die komplette Kontrolle über das haben, was dort passiert. Soll heißen, ich weiß genau, welcher Rechner bekommt welche IP-Adresse, weil ich sie ja selber zugewiesen habe. Und das kann zum Beispiel dort Sinn machen, wo ich Server betreibe. Ein Server sollte oder muss eigentlich immer unter ein und derselben IP-Adresse erreichbar sein. Und wenn ich die dort statisch konfiguriere, dann bin ich mir eben sicher, dass die dort immer auch tatsächlich verfügbar ist. Auf der anderen Seite habe ich einen relativ hohen administrativen Aufwand und ich kann eben IP-Adresskonflikte erzeugen, dadurch, dass ich unter Umständen eine doppelte Vergabe mache. Und an der Stelle wiegen sich eigentlich auch verschiedene Nachteile und Vorteile von dynamischer und statischer Vergabe wieder auf, denn dadurch, dass ich ja auf Basis von MAC-Adressen IP-Adressen zuweisen kann, kann ich eigentlich die Vorteile durch die statische Vergabe mir auch auf die dynamische Vergabe holen und damit wird eigentlich immer mehr die statische Vergabe von IP-Adressen in Netzwerken abgelöst.